Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound! Ja! Junge, wie das aussieht mit so einem Deckenknubbel. Warte mal. Und ich habe sogar... solche Türen. Junge, wir müssen wirklich jetzt gleich dann in dieser Folge dann zurücklaufen. Und gibt es einfach so viele von diesen Sachen. Ja. Warte. Nice, Alter, hier für die Küche. Also erstmal muss ich den Cooking Table hier und den Ofen ein bisschen weiter zur Seite tun. Das ist einfach nur nice. Dieses Spiel. Ja, Mann. Warte. Wollen wir jetzt den Ofen? Nein, das ist der falsche Ofen. Da. Noch hier haben wir... Oh, warte. Bevor ich schlafen gehe, ich gehe noch kurz kacken. Ja, ja, das muss sein. Spiel. Ich auch. Das ist richtig badass. Nicht gedacht, dass das Spiel so nice ist. Ja, am Anfang dachte er, das wäre ein Scheißspiel. Ich kann nicht. Ja, genau. Das sagen sie alle, ja. Nein, mach das mal nicht. Mach das mal nicht. Warte, 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 Jungs. Jetzt warte doch mal. Jetzt tu den Cooking Table da wieder hin. Scheiße, setz dich falsch rum. Scheiße. Super, ich hab dir genau falsch rum reingebaut. Voll. So, dieser Bone Stool. Achso, stimmt ja, ich kann die ja umdrehen. Okay, also mal gucken. Bone Stool. Der zeigt jetzt. Zeigt der dahin, dann muss der dahin. So rum, dann muss der so rum. Jawohl! Nice. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt los. Mhm. Alter, mit diesem Hammer kann ich mega gut austeilen. Folg mir dann einfach die ganze Zeit nach links. Junge, da furzt von links irgendeiner. Ja. Just for fun! Junge, das ist endgeil mit dieser Kugel. So, als ob man irgendwie Basketball spielt. Ja. Oder, Ping-Pong. Tennis. Tischtennis. Da liegt im Lande ist immer noch die Ruine. Wow, Junge, sind da viele. Sauber, ich hab den von dir da mit der Kugel getroffen. Siehst du, und da habe ich auch diese Holzteile noch hingebaut, um hier hochzukommen. Ja, da lag Geld rum. Yeah. Sauber. Und tut mir leid, falls es jetzt hin und wieder mal ein bisschen ruckelt, aber seht ihr, das ist jetzt nicht so dramatisch. Da drin hatte ich den einen Typen gefangen. Hey, jetzt bringt Sand, ne? Ja? Ja. Brauchen wir. Ich brauch's ab. Das ist Schnee. Das ist Sand. Oh. Junge. Meint der, das ist Sand und dann...
Weißer Sand, ganz genau. Ja. Junge, wie das gerade ruckelt. Und da war die Kiste, wo ich diese wunderschöne Bärmaske gefunden habe. Und nimmst du die Kiste nicht mit? Junge, wie schnell ich damit schlagen kann. Guck mal, wie schnell da hintereinander ich damit schlagen kann. Aua. Da bist du jetzt selbst schuld. Warte mal. Scheiße, ich hab Standbild. Und jetzt kann es weitergehen. Oh, leck mich am Arsch. Junge, jetzt komm doch mal nach. Mit deinem Samurai-Schwert hier. Und ich mit meinem Hammer. Der macht aber kaum Schaden. Der Hammer? Ja. Doch. Junge, 2 AP macht den Schaden. Nö. Der macht deutlich mehr Schaden jedenfalls als meine alte Axt. Wie viel macht dein Samurai, wie stark ist dein Samurai-Schwert? Das macht jedes Mal 8 KP, siehst du doch. Hier, zack. Okay, nein, ich meine, warte mal. Wie viel DPS hat dein Samurai-Schwert? Moment. Das hat... Oh shit, hackt das gerade. 8 und deins? 11. Okay. Oh, ich bräuchte mal ein paar Bandagen. Hier. Junge! Tot? Ja, Mann! Ein Schuss. Von unten. Scheiße. Stirbt. Ah, toll, jetzt muss ich erstmal den ganzen Weg zurücklaufen. Egal, lauf einfach so lange schon mal links weiter und hol dann schon mal ein paar Sachen mit, wenn du da bist. Ja. Boah, stirb. Stirb. Junge, warum zur Hölle hackt das Spiel gerade so mega? Just for fun! Junge! Genau deswegen, weil das Spiel so hakt. Alter. Weg mit dir, Pisser. Ich hasse diese Hasen. Ja, ja, ich auch. Die sind mega scheiße. Wie viel Schaden macht eigentlich der Bogen? Keine Ahnung. Geht da nicht. Ja, ja. Aber der ist schon ganz effektiv. Du solltest meine Bandagen essen, ne? Essen? Ja. Oh ja, sollte ich. Das war ganz schnell. Dass du deine Lebensanzeige aber auch nie im Blick hast. Ja. Da kommen Kugeln geflogen und treffen nicht. Ja, dumm gelaufen. Alter, wie lange geht's hier noch? Das geht sehr lange. Du kommst dann auch zweimal in irgendein anderes Eisgebiet. Dann bist du schon in einem Eisgebiet die ganze Zeit schon. So, das war's mit diesen dreckigen Hasen. Jawohl. Mit dem Hammer kann man ganz gut austeilen. Ja, und ja, ich habe die Pixel liegen gelassen. Meinen Samurai schwert auf. Ja, ja. Natürlich. Alles so. Hm. Oh. Sauber. Hey. Ja? Was? Nix, hier sind noch 4 Viecher. Ein Hase und 3 von diesen verschissenen Lisasans. Scheiße. Ich bräuchte da meine Bandage. Ja, schön, dann wenn du jetzt keine Namen. Die Freund. Ey, Junge. Mach dir doch welche. Ja, das wäre wirklich meine Idee. Wo haben wir denn da? Mach's mal nicht. Wenn du dir selber welche machen kannst. Scheiße, ich habe nicht mehr genug Plant Fiber für mehr. Aber 8 müssten erstmal. Da ist ein Haus, ein Strohdach.
Ich weiß, das habe ich noch da gelassen, egal, weil ich... Junge, komm her! Scheiße, ich bin gleich tot. Bin bestimmt bald da. Ja, ja, vermutlich. Wahrscheinlich wäre es nach rechts schneller gegangen als andersrum. Das kann auch sein, ja. Aber können wir ja dann... Irgendwann schneidet sich ja wieder der Weg. Ja, ja. Sozusagen einmal im Kreis. Ja, ja, können wir ja später nochmal ausprobieren. Du wirst die Stadt sehen, wenn du sie siehst. Und dann könnten wir ja möglicherweise die ganzen... Ich bin vermutlich bei der Stadt. Dann können wir die ganzen Leute da töten. Ich hab grad einen getötet, hä? Ich hatte doch ein Schwert. Oh shit, das... Hab ich da jetzt nicht gedroppt? Ich hab Speed Boost. Gut. Ich frage mich, wann wir diesen Doppelsprung und so weiter finden. Vielleicht mehr ja meine Bandage bei dir nicht schlecht. Ja, ja, das wäre es wohl. Tja, weißt du, wenn du mich nicht hättest, dann wärst du jetzt tot. Wenigstens kann ich mir Bandagen machen, im Gegensatz zu dir. Ja, ich habe auch noch welche. Ja. Wenn man hier so jemanden tötet mit einem Schwert, kriegt man das Schwert auch nicht von dem? Nein. Boah. Ja, ja, das ist da der Unterschied. Aber bei Minecraft hat man jetzt auch nicht immer die Waffe von dem Viech bekommen. Junge, da schießt einer mit dem Maschinengewehr auf mich. Ja, ja, das wird einer... Ist das nicht einer der Einwohner? Oh. Stör. Junge, kloppt er sich mit den Einwohnern, ey. Ja. Jetzt stirbt. Ja, gar nicht so viel abgezogen. Ja, ja, die Maschinengewehre etc. sind jetzt nicht so mega stark. Ja, warte auf mich, dann können wir gemeinsam gegen die. Hier ist eine Treppe, die kann ich abbauen. Junge, dann kommt so ein scheiß Maschinengewehrvogel. Jawohl, eine Bambustür. Pinkelt mich an, also wirklich. Hast du auch hier diese grünen Häuser abgebaut komplett oder die grüne Wände immer drin gelassen? Die grünen Wände drin gelassen. Junge, drei von diesen Viechern, ey. Mega viele Treppen. Ich weiß. Und ich bin schon wieder tot. Toll. Ach, Junge. Freu mich nass ab. Diesmal gehe ich rechts rum. Ja, ich habe keinen Planfall mehr. Junge, ob ich in dieser Folge wohl überhaupt noch dorthin kommen werde? Also nimm alles mit. Nimm die ganzen Dekorationen etc. mit. Ja, ja. So, ich gehe jetzt rechts rum. Hallöchen. Hauptsache, ich baue vor deren Nase alles ab. Ja, ja. Und die kümmert's einen Scheiß. Ja. Ah, hier bin ich. Sauber. Kann das sein, dass solange die Wachen einen nicht angreifen, wie die auf uns tun? Ja, klar. Du darfst die Waffe jetzt, du darfst ja Waffen nicht drauf haben. Sonst verfolgen die dich die ganze Zeit über auch. Das dachtet ihr euch so? Scheiße, die haben mich trotzdem noch erwischt. Ey, man kann ja mit Rohholz auch bauen. Ja, klar. Wusste ich gar nicht. Hm. Junge, wie tief. Alter, wie viel Dekokram ich hab. Was? Ja, ja, und damit können wir dann alles dort voll machen. Am meisten bräuchten wir diese Lampen, weil wir dann halt alles erhellen wollen. Wieder mal so ein Teil, aber ich habe davon nicht mehr viele. Was ist das denn für ein Teil? Tja, ausgenockt. Mm. Scheiße, ich sehe einen Scheiß. Ah.
Und baust du gerade schippisch ab. Und damit ist diese Folge auch schon zu Ende. Tschüss. Tschüss, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute.